Willkommen bei Hogwarts Legacy. Nein, das war das falsche Spiel. Willkommen bei Assassin's Creed Part 86. Und ja, ich habe mir jetzt gerade gratis geholt, die Sims 4. Mal gucken, ob ich jemals Lust habe, das zu spielen. Ist ja eigentlich nicht so mein Stil, weil man muss Sachen bauen. Ich stelle mir das irgendwie langweilig vor. Aber auf der anderen Seite, wenn man das so richtig komisch baut, das Haus. So, wir versuchen das nochmal. Danach machen wir wahrscheinlich eine richtige Quest. Ich werde das jetzt einfach ein paar Mal noch versuchen. Jetzt nicht, weil ich da unbedingt Bock zu habe, sondern es muss ja mal gemacht werden. Und warum denn nicht? Ich muss halt 5 Wellen überstehen. Man kann sich nicht aufladen. Aber ich bin jetzt... Ich weiß halt nicht, ob die in der Arena immer... Bereit machen zum Kampf! Auf deinem Level sind die Gegner. Oder ob sich das... ob die immer quasi... Ah, nee, die sind nicht auf meinem Level. Weil das kann man ja hier ab Stufe 32 spielen. Nein, Quatsch. Die Quest ist für Stufe 35 empfohlen. Und ich habe... Ich bin ja jetzt schon Stufe 40. Mehr Männer, die bis zum Tod. Deswegen müsste mir das jetzt leichter fallen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich... Ey. Das später nochmal machen. Weil dann müsste es ja noch leichter sein. Ich hoffe auch, dass der sich immer, wenn eine neue Welle kommt, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, nee, wir machen das jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn eine neue Welle kommt, dann ist man immer wieder, hat man wieder neue Gesundheit. Das wäre ja mal praktisch. Nein! Boah, ich wäre jetzt schon wieder fast da rein. Boah, ich bin da wieder reingegangen. Ja, okay, dann machen wir es halt nochmal. Ach, Manno. Ich hasse das, wenn das in Spielen immer so nervige Teile gibt, auf die man keinen Bock hat. Aber irgendwie wegen seinem Ego will man das dann doch machen. Das sind dann die Momente, wo das irgendwie nicht so Spaß macht, aber irgendwie macht es auch so süchtig. Und dann macht man es doch, obwohl man es eigentlich nicht will. Gleich beginnt der Kampf! Dorcibo vos mori vermis! Acuta qui sentiam! So, jetzt schnell. Meine erste Welle ist kein Problem. Zweite Welle werde ich jetzt irgendwie nicht schaffen. Weiß ich zwar auch nicht, warum ich das nicht schaffen werde, aber... Ja, weil die auch mit so Scheiße werfen und Pfeile haben. Und ich hab keine Pfeile. Muss ich vielleicht erst die mit den Pfeilen besiegen? Wo ist schnell, beeil dich. Boah, das war knapp. Mit neuen Kämpfern!
Scheiße, jetzt könnte sich die Kacke hier bewegen. Bastardos! So, ich habe gesagt, ich will die Pfeildinger erst besiegen, weil die mich am meisten nerven. Kotzt der ja gerade? Hat der da echt gerade gekotzt? Es ist noch nicht vorbei! Begrüßt die neuen Gladiatoren! Okay, dass ich bis zu der Welle gekommen bin, ist mir jetzt auch irgendwie neu. Scheiße, ich bin dagegen gekommen. Das darf natürlich nicht passieren. Es wurden jetzt die Tiere auch noch freigelassen. Oh. Ja, aber man sieht, das ist machbar. Zwar jetzt für mich noch nicht, ich muss da echt noch besser werden. Wow, ein Punkt mehr gab, dann wäre ich Zweiter. Muss ich da einfach nur gewinnen oder nicht? Ich muss alle vier Wellen schaffen, ne? Ja. Beenden wir das Ganze. So. Ach so, ja, man sollte eine andere Quest auch auswählen. Dann nehme ich unterhalte ich euch. Die ist ja auch hier irgendwie in der Nähe. Folge dem Lannister. Ja, und dann werden wir auch irgendwann mal mit der Hauptquest weitermachen. Aber irgendwie habe ich da im Moment noch keine Lust drauf. Oh shit. Oh, warum mache ich das? Natürlich stirbt man da. So, der ist dahinter, glaube ich. Hier ist er. Jetzt soll ich den folgen. Polymestor ist ein tödlicher Hurensohn. Er hat schon in allen Arenen der Republik gekämpft. Er brachte mir ein Vermögen. Dafür behandelte ich ihn wie einen König. Das beste Essen, die besten Huren. Vielleicht war ihm die Freiheit wichtiger. Meine Freiheit habe ich mir mit Schweiß und Blut in der Arena verdient. Ich bin nicht feige geflohen. Hör mal, mir ist egal, ob diese elende Pestbeule lebt oder stirbt. Aber er hat mein Schwert gestohlen. Caesar gab es mir nach meinem letzten Kampf. Und ich will es zurück. Julius Caesar? Kennst du noch einen anderen Caesar? Also gut, Männer. Zeigt diesem Ägypter ein paar römische Umgangsformen. Oh nein. Schon wieder scheiß Gladiatoren. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Malakia! Osiris erwartet dich, Bruder. So, jetzt den da. Bam, bam. Ich bin ein Meister. Wow. Bei den Göttern. Ist das der Entflohene? Das war ein Schauspiel. Du bist ein Kämpfer. Habe ich mich bewährt? Ja, schon gut, wird nicht übermütig. Man munkelt, ein Gehöft östlich von Kyrene wurde überfallen. Fang dort an. Der elendige, thrakische Hundeficker wird nicht leise abtreten. Aber die Belohnung gilt für die Waffe. Hast du verstanden? Ich finde deinen Kämpfer. Und die Trophäe. Haha, so selbstbewusst. Das gefällt mir. Vielleicht vergieße ich eine Träne, wenn er dich zerfleischt. Erreiche das Massaker auf dem Bauernhof.
Ah, das ist der Arena-Übungsplatz. Noch mehr Nebenquesties. Ja, die werden wir auch abholen. Ja, da muss ich hinreiten, das geht nicht anders. Wow, in der Wand. Genau das, was ich nicht wollte, dass das so bescheuert da steht. Naja, egal. Upsi. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ich glaube, du solltest meistens überall unentdeckt bleiben. Ups, wo habt ihr das gehört? Jetzt hier voll gegen den Zaun. Oder wenigstens da drüber. Ist wahrscheinlich wieder ein römischer Bauernhof. Wow. Wo man nicht so gern gesehen ist. Jetzt muss ich das untersuchen. Was ist passiert? Jemand ist gestorben. In den Rücken geschossen. Wollte er fliehen oder sich verstecken? Märchen. Oh nein! Boah, der ist. Ich bin aber schneller geworden im Kämpfen. Also entweder Bayek oder ich. Ja, aber ich wollte doch. Ah, das habe ich jetzt auch schon untersucht, okay. Ah, ja, perfekt. Jetzt habe ich auch den Schatz. Ja, aber ich habe die noch nicht alles untersucht. Aufgespießt und gefoltert. Wofür? Information? Schwerter, Speere, Pfeile. Das war kein einzelner Mann. Das war ein Massaker. Irgendwie ist hier noch ein Keller. Ach, hier. Hier ist doch was drunter. Ein geheimer Keller. Wie kann ich denn nach unten schlagen? Also. Ah ja, nein, das war das, was man da oben gesehen hat. Mein Freund und Retter, ich kann nicht länger mit gutem Gewissen hierbleiben. Ich fürchte, dass es euch großes Unglück bringen wird, mir zu helfen. Der Lannister will mich nicht gehen lassen und ich könnte es nicht ertragen, wenn meinetwegen noch mehr Menschen sterben müssen. Ich will doch nur ein neues Leben mit einer ehrbaren Arbeit anfangen, in dem ich tagsüber angeln kann und eine gute Frau auf meinen Knien sitzen, wenn ich heimkomme. Euer dankbarer Freund Polymestor. Polymestor hat die Leute nicht ermordet. Sie halfen ihm. Konnte er das Fischerdorf erreichen? Oh, da, was ist denn hier ausgelaufen? Mais? Ja, ich will hier hoch jetzt so. Das heißt, komm ruhig wieder hoch. Jetzt werde ich dahin reiten. Wenn das da ist, danach werde ich dann zu diesen Nebenquests gehen. Weil das da in der Nähe ist, aber jetzt erstmal hier lang.
Ich glaube, ich steige lieber ab, bevor das Pferd stirbt. Oh, das sieht aber echt schön aus. Hier würde ich gerne mal baden. Ja, komm, perfekt geschafft. Oh, jetzt einmal hier durchgehen. So, jetzt muss ich ja nur mit ihm reden. Ist der einfach... Oh, wie schön das ist! Ist der einfach abgehauen, oder was? Hi. Ich suche einen Gladiator. Den thrakischen Bär. Noch ein Handlanger des Lannisters! Wie viel zahlt er dir dafür, dass du mich umbringst? Er will nur sein Schwert. Ja, bedeckt mit meinem Blut! Wie hast du mich gefunden? Die Bauern? Tut mir leid, Polymestor. Deine Freunde sind tot. Das war das Werk des Lannisters! Ich gab ihm mein Leben und nun nehme ich mir seins! Ich hab das Schwert ins Meer geworfen! Hol es dir! Es brachte mir nichts als Unglück! Oh shit, jetzt muss ich tauchen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Boah, das haben die. Das sieht so schön aus. So, jetzt aber tauchen. Ist es zu niedrig oder was? Bitte bleib nicht stecken. Boah, wie geil mit Fischen und oh mein Gott. Jetzt will ich ein Tauchsimulationsspiel haben. Das hört sich jetzt auch alles so dumpf an, so wie wenn man halt unter Wasser ist. Da ist das Schwert. Ich rede mit Polymestor. So, ich hoffe, man kann hier hoch. Ja, perfekt. Boah, das sieht aus wie Urlaub, ne? So fast wie Karibik irgendwie. Wo ist mein Schwert? Oh, war klar. Du Schweinehund! Komm und hol's dir! Ah! Hier ist der ägyptische Narr! Ich wusste, dass er mich zu... Ja, okay, das habe ich richtig gemacht. Mir war klar, dass ich gegen die kämpfen muss. Okay. Ja, hier. Was hat der für eine Spitzhacke? Bei dem Kampf hätte selbst Charon geweint. Danke, Bayek. Bayek. Der Bastard hatte keine Ehre. Ich hab mir die Freiheit tausendfach verdient, doch ich brachte ihm zu viel Geld ein. In der Arena und den Betten reicher Römerinnen. Behalte Cäsars Schwert. Es gehört dem, der für Freiheit und Ehre einsteht. Danke. Ich beflecke es mit dem richtigen Blut. Dem gerechten Blut. Was hast du vor? Fischen, meine Netze flicken und mir eine gute und füllige Frau für den Lebensabend suchen. Eine füllige Frau war wohl damals aus meinem neuen Leben. Gut. Bevor wir das jetzt machen, will ich mir jetzt die Nebenquests abholen. Und vielleicht mal gucken,
Ja, hier gibt's nichts, wo man sich einen Schnellreisepunkt machen könnte. Halt für die Zukunft dann, wenn man hier nochmal hin muss. Und ich würde dann einfach mal gucken, wo man die andere Hauptquest anfängt. Aber das würde ich dann, glaube ich, in einen extra Part machen, dass es dann quasi am Anfang des Partes direkt so ist, ich mache... Oh, upsie. Ich mache die Hauptquests. Irgendwie hat das ja was, Leute umrennen. Apollonia. Wow. Römische Garnison. Da kann ich doch nicht einfach so reingehen. Ah. Bitte rettet meinen Jungen. Er ist kein Kriminell. Bedanke, dass du anhältst. Mein Mann war ein Beschützer wie du. Ich schreie mich schon seit Tagen heiser. Es interessiert niemanden. Wo liegt denn das Problem, Nebet? Mein Titus, mein armer Titus, wird in den Baracken gefangen gehalten wegen Fahnenflucht. Er ist ein Deserteur. Nein, ein Held. Er hatte genug, hat der römischen Armee getrotzt und sich den Rebellen angeschlossen. Bitte, er ist mein einziges Kind und alles, was mir bleibt. Das sehe ich mir an. Keine Angst. Gut. Dann war hier noch eine Nebenquest. Παύλε, αμελή άνθρωπε, που μπορώ να δίνασαι. Ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, gehören die Nebenquests noch zu den noch zu dem Hauptspiel oder schon zu den DLCs? Ich bin auch schon ziemlich hoch mit der Stufe. Herr Bayek, hier drüben. Warum so geheimnisvoll, Maus? Ich habe einigen Schabernack im Sinn, ach, mein das Freund. Das schon wieder Maus. Für dich gibt es Geld und für die Maus ein idyllisches neues Leben. Ein Bauernhof an der Küste, wo ich Hühner und Ziegen halten kann. Aber... Der Mann will eine Riesensumme für die Ausführung, Herr Bayek. Aber Dolus, der gerissene Geist, hat dich geschickt, um bei meinem idiotensicheren Plan zu helfen. Ah, ich vermute, bei diesem Plan geht es um die Römer. Und Schmuggler. Also, willst du mir bei einem letzten Abenteuer zur Seite stehen, Herr Bayek? Ach, warum nicht? Ja, okay. Wir könnten halt auch die machen. So, wir probieren jetzt was aus. Wenn ich jetzt die Hauptquest verfolge, die Verborgenen, ich will wissen, wo das ist. Ach, in Memphis fängt es an, da war ich eh schon. Nee, dann machen wir jetzt doch eine andere Quest, und zwar das oder das Feuer. Seltenes Schild und da. Ja, machen wir doch das, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Hm, so. Herr Bayek, wir sind noch nicht fertig mit den Gaunereien. Anscheinend jetzt die letzte Quest mit ihm. So, das war jetzt gruselig. Herr Bayek, wir sind noch nicht fertig mit den Gaunereien. Ja, das hast du gerade schon gesagt. Gehen wir jetzt zu einem Schiff oder was? Ja. Hallo. Wir machen noch einen Piraten aus dir. Klau das Verzeichnis von den Römern. Das wird uns den Weg der schwarzen Krähe in den Hafen zeigen. Ich warte auf der anderen Seite des Hafens. Nicht erwischen lassen, Herr Bayek. Mhm. Okay, da müssen wir hin.
Ich sollte nicht von den Römern erwischt werden. Sollten die Jäger vielleicht zu Gejagten werden? Ich weiß echt nicht, wofür brauchst du sowas wie ein Kohlenstoffkristall? Ah, jetzt muss ich doch gegen die kämpfen, Mist. Ey, scheiße! Ich meine, sorry, wollte ich nicht sagen. Obwohl, ich sag ja schon immer, Videos nicht für Kinder geeignet, wegen den Schimpfwörtern. Obwohl, ganz ehrlich, was die sich auch alles angucken. Ach, noch einer. Oh, noch einer. Reicht das jetzt nicht langsam? Oh, ich will... Vor allem, wo kommt jetzt der ganze Rauch und Staub her? Tod bestätigen. Handelsschiff Argos fährt die Häfen von Apollonia und Alexandria an. Exportiert Weinöl, Honig, Tierfälle und Herstellungsmaterialien. Das Schiff soll 10.000 Amphoren geladen haben. Notizen vom Hafenmeister. Als Kleptus und ich für diese Inspektion an Bord kamen, flüsterte der Kapitän etwas von der Corvum Nigrum. Die Argos ist ein Schmugglerschiff. Ich weiß es einfach. Und sie fuhr in der Küste mit dem Schiffswrack entlang. Ja, komm, wir schwimmen da einfach hin. Ja, anstatt den Hauptweg zu nehmen. Ja, guck mal, da können wir auch einfach an Land gehen. Und da wartet der schon auf dem Steg. Aber ich sag dir, die Quest ist noch nicht vorbei. Damit werden wir dann irgendwas machen. Ja, wie oft möchtest du mir das noch sagen? Nun, wie ich sagte, erstaunlich, was römische Lippen ausplaudern, wenn man sie mit genügend Wein schmiert. Herr Bayek, du kehrst unversehrt zurück. Im Verzeichnis steht, das Schiff kam mit der ersten Flut aus Alexandria. Ah, dann haben sie die illegalen Einfuhren am Schiffswrack östlich von Apollonia abgeworfen. Aber dem Ladungsverzeichnis nach kennen die Römer den Schlüssel. Sie werden auch suchen. Ich habe dich zu einem Piraten gemacht, Herr Bayek. Ein Schwindler der sieben Weltmeere. Ich muss zugeben, dieses Vorhaben ist mal wirklich erheiternd, Maus. Es ist schön, dich lachen zu hören, mein Freund. Ich habe ein Treffen bei den Ruinen an der Küste arrangiert. Komm mit der Beute dahin. Bald wird dieses erfreuliche Stück Land mein sein. Oh. Die Brati! Hey. Die sind jetzt wahrscheinlich im Wasser, ne? Ey, wieso bin ich eigentlich so dumm? Warum nehme ich nicht einfach das Schiff da, was da war? Also ich dachte vor allen Dingen, wir fahren mit dem. So. Der steht ja da. Einfach jetzt dieses Schiff nehmen. Und losfahren. Ah, das Problem ist, Schiffe reagieren ja später, ne? Die sind ja nicht so, so super schnell wendig. Das ist mal das Problem, wenn ich hier im Schiff fahre in so einem Spiel. Okay, fahren wir das geradeaus erstmal. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Wie hält man denn an? So, dann fahre ich jetzt nochmal. Komm, wir steigen einfach ab. Schwimmen da jetzt hin.
Ja, also diese Quest könnte man vergessen, ohne dass man tauchen kann. So, jetzt sollten die mich auch nicht sehen. Nicht den Ort beendet. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo noch was ist. Da oben, aber ich brauche kurz Sauerstoff. Mist, ich hätte mehr atmen müssen. Ich hoffe, es ist nur noch diese eine Sache, die ich brauche. Komm, jetzt habe ich alle gesammelt. Ich hab das doch jetzt schon gefunden, oder? Reicht das nicht jetzt? Muss ich da jetzt erst weg? Na, Szene nicht verfügbar, toll. Muss ich erst außer Gefahr sein? Oh Mann! Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ist jetzt alles vorbei? Guck mal, jetzt bin ich doch hier. Dieser Schatz wird der Maus mehr nutzen als den Schmugglern. Was? Wo ist unsere Beute? Bayek, töte diese Schwinder! Ja, mach ich doch gerade. Ja, bin ich ja automatisch in die richtige Richtung vorhin gelaufen. Ohne dass es mir klar war. Ich krieg den Bastard! Ich kann ihn treffen. Jetzt hast du ein Problem, mein Freund ist hier! Ja, ist egal. Da bin ich auch ein bisschen unvorbereitet rein. Einen Moment! Was? Stoppt ihn! Du kannst ihn! Aha! Da! Einen Moment! Du hast Nerven. Aber ich finde dich schon. Hey! Hey, warte! Hey, halt! Wo sind denn jetzt die anderen? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Sind das hier andere oder was? Ihr Schweinehunde! Eine Zeit ist gekommen! Nee, das sind genau die! Sind da jetzt nicht noch welche? Die haben mich gefesselt wie ein Schwein. Mhm. Wie oft muss ich denn eigentlich noch befreien? Oh, die Sandrias! Oh, die Saretisu! Oh, Don Theon Epikuriami! Nur ein weiterer Lügner und Betrüger! Wohin gehst du jetzt? Kyrene war eine grausame Geliebte, Herr Bayek. Ich werde mich zur Ruhe setzen. Wirst du es vermissen?
Römer, die mich auf die Straße werfen? Leute, die in mein armes, verfluchtes Gesicht spucken? Nein. Verwende dieses Geld, um dir deinen Bauernhof zu kaufen, Maus. Ja, das werde ich. Und Wein aus meinen Reben und Käse von meinen Ziegen machen. Und irgendwann heben wir das Glas auf unsere Freundschaft. Ah, das werden die schönsten Tage. Hier, deine Belohnung. Vielen Dank aus tiefstem Herzen, Herr Bayek. Des Menschen Herz ist sein eigener Gott. Leb wohl, Smintos. Yay! Cool. So, jetzt suchen wir uns aus. Hauptquest hat Stufe 8. Wir haben noch... Das mache ich eh erstmal nicht. Wir machen das noch das nächste Mal. Und dann werden wir anfangen, die Hauptquest weiterzumachen. 111 abgeschlossene Quests. Die sehen gleich aus. Nehmen wir doch mal das. Ist auch nichts besser. Ja, dann lassen wir das auf jeden Fall so. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Das wird mein Thumbnail. Ciao.